20 Jahre Schweizer Jugendherbergen. Eine der ältesten und größten Beherbergungsorganisationen der Schweiz hat allen Grund zum Feiern. 90 Jahre Ferien für Jugendliche, Familien und Personen mit kleinerem Ferienbudget aus der ganzen Welt an den schönsten Orten der Schweiz. Diesem Grundsatz bleiben die Schweizer Jugendherbergen auch in Zukunft treu. Es ist primär der Mensch. Der Mensch, der die Jugendherberge nutzt, der Mensch, der aber auch in der Jugendherberge arbeitet, tut einfach das ganz besondere Flair gibt und die besondere Situation in einer Gesellschaft, wo nicht mehr unbedingt das normal ist, dass man wildfremde Leute gemeinsam an einen Tisch sitzen, dass man miteinander austauschen tut, dass man miteinander auch verschiedene Kulturen leben tut unter einem Dach. Das Rüebli Horn, eine typische Jugendherberge der vergangenen Jahrzehnte. Das Chalet im Berner Oberland steht sinnbildlich für 90 Jahre Schweizer Jugendherbergen. Eine preiswerte Unterkunft für junge und junggebliebene Familien und Gruppen. Das Haus ist in die Jahre gekommen, entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Eine Renovation lohnt sich nicht. Es wird darum abgebrochen und neu aufgebaut. Wir haben auch viele Rückmeldungen von den Gästen, die sagen, wir finden es schade, dass das Haus geht. Wir waren langjährige Kundschaft hier. Sind wir wieder gerne gekommen. Aber ich denke, es gibt Platz für Neues. Um weiterhin erfolgreich bleiben zu können, müssen alte Strukturen überdacht und Werte angepasst werden. Die Schweizer Jugendherbergen setzen Trends, die zukunftsweisend sein können für die ganze Schweizer Wirtschaft. In der Architektur und beim Bau, als Teil der Schweizer Tourismuswirtschaft und mit über 6.400 Betten als einer der größten Beherbergungsanbieter der Schweiz. Hier in Gstaad Sahnenland entsteht aus Schutt und Staub die neue Jugendherberge. Die Lage ist perfekt. It's just a fun environment to stay in. Ein halbes Jahr später sind die ersten drei Stockwerke fertig. Insgesamt dauert es ein gutes Jahr, vom Abbruch bis zur Eröffnung. Ein ambitioniertes Zeitprogramm, das die Schweizer Jugendherbergen vorgeben. Es sind Leute, die wissen, was sie wollen. Sie haben eine klare Haltung. Nachhaltiges Bau ist ganz wichtig, das mit allen Dimensionen. Und das tut zum Beispiel auch die Kostengünstigkeit einschliessen. Und das ist hier eine Herausforderung für uns. Aber es ist in dem Sinne eine Herausforderung, weil es nicht nur darum geht, einfach billig zu bauen, sondern das Richtige zu machen. Also die Gebrauchsqualität, die hier im Vordergrund steht, finde ich eine spannende Geschichte. Bauherr der neuen Jugendherberge ist wie immer die Schweizerische Stiftung für Sozialtourismus. Nachhaltigkeit steht schon beim Bauen ganz oben auf der Prioritätenliste. Beim Bauen werden die wesentlichen Weichen eigentlich gestellt, auch für einen nachhaltigen Betrieb. Und da gelten, denke ich, alle drei Standbeine, das heisst das Ökologische, wo man schon mal über die graue Energie, über das viele Material, das hier gerade verbaut wird im Moment, schon einiges bestimmt. Und man tut auch nachher den eigentlich Betrieb, Energieverbrauch im Betrieb und so weiter voraus bestimmen. Dann ist so das Ökonomische natürlich. Das heisst, man darf nicht allzu teuer zu bauen, sonst vermagst der Betrieb nachher nicht. Und im Sozialen natürlich auch. Da tun wir schon Wesentliches vorausspuren. Beispiel vielleicht Hindernisfreiheit. Ob es Schwelle hat oder nicht, tun wir jetzt bestimmen. Da kann der Betrieb nachher nicht mehr viel gut machen, wenn wir das falsch machen. Die Schweizer Jugendherbergen gehören seit einigen Jahren zu den Trendsettern in der Schweizer Architektur. Die Jugendherberge in Interlaken war beispielsweise der erste Beherbergungsbetrieb der Schweiz, der nach dem strengen Minergie-P-Eco-Standard gebaut wurde. Eine Investition, die sich auszahlen wird, ist Fredi Gmühe überzeugt. Wenn wir die reinen Investitionskosten anschauen, dann ist es sicher teurer. Aber wenn wir die Unterhalts- und auch die Betriebskosten dazu zählt auf die Lebensdauer, die solche Anlagen hat, dann kommt man schlussendlich günstiger. Der Neubau in Schkwoll im Unterengadin von 2007 greift Elemente der traditionellen einheimischen Bauweise auf. Für die gelungene Umsetzung wurde die Jugendherberge Schkwoll mit dem Award für Marketing und Architektur ausgezeichnet. Man erkennt ganz klar das Engadinerhaus,
steinern, mit diesen tiefen Liebigen, aber kombiniert natürlich mit diesen grossen Fenstern, die bündig eingelassen sind, wo man aber auch wieder das Element des Stubenerkers erkennen kann, gesamthaft einfach sehr einen souveränen Umgang mit dieser Tradition des Engadin. Selbstverständlich angepasst, ein starkes Zeichen für Schulz. Eine der größten Jugendherbergen steht in Zürich. Das Gebäude stammt aus den 60er Jahren. 2004 wurde das ganze Haus renoviert und für den sorgfältigen Umbau ebenfalls ausgezeichnet. Auf den ersten Blick sind die Massnahmen eigentlich nicht sichtbar. Wir haben eigentlich an dem ursprünglichen Konzept weitergearbeitet. Das besteht im Wesentlichen daraus, dass man mit originalen Materialien arbeitet. Da ist Beton, da ist Holz, da ist Stein. Wenn man aber näher hinschaut, dann sieht man schon, dass natürlich gewisse Decken oder Mobiliar, Beleuchtungskörper jüngerem Datum sind. Also man hat hier Zutaten eigentlich gemacht, die sich harmonisch in den Grundbau einfügen und durch das eigentlich den Eindruck vermitteln, als wäre die Jugi unverändert geblieben in den letzten 50 Jahren. In Saas-Fee betreten die Schweizer Jugendherbergen Neuland. Das Walliser Dorf ist eine neue Destination. Solche A-Standorte sind die Leuchttürme im Netz der Jugendherbergen. In Saas-Fee entsteht der erste fünfstöckige Beherbergungsholzbau der Schweiz. Dass wir jetzt die Chance hatten, mit der Bauherrschaft zusammen und unseren Partner den ersten fünfgeschossigen Holzbau zu planen, das ist sicher etwas, was mich mit Stolz erfüllt. Der Holzbau hat als grosse Herausforderung, dass man einfach sehr präzise planen muss von Anfang an. Also es ist im Gegensatz zum konventionellen Bau, wo gewisse Sachen noch auf der Baustelle entschieden werden oder man noch einwirken kann, muss man im Prinzip im Holzbau, es muss alles definiert sein, wenn die Produktion anfängt. Dafür geht es auf der Baustelle schnell. Hier müssen die vorgefertigten Elemente nur noch zusammengesteckt werden. Vorteile sind ganz klar ökologische Aspekte, die der Holzbau mit sich bringt. Dann, dass man temperatur- und witterungsunabhängig in einer Halle vorproduzieren kann. Und dann natürlich aber die kurze Montagezeit von in diesem Fall 3 Wochen. Nachteile sind ein bisschen, es ist Tierer, die massiv bauen. Wir haben das am Anfang geprüft. Das sind ca. 5-10% Tierer, die man aus Beton- und Bachsteinmässig aufgebaut haben. Nach 17 Monaten Bauzeit öffnet die neue Jugendherberge ihre Tore für die Gäste. Der Holzbau bewährt sich vom ersten Tag an. Funktionales Design prägt die öffentlichen, aber auch die privaten Räume. Die große Solaranlage auf dem Dach versorgt das Hostel mit Wärme und Strom. Die Jugendherbergen spielen eine immer wichtigere Rolle im Schweizer Tourismus. In Saas-Fee sind sie eine Public-Private Partnership mit der Gemeinde Saas-Fee eingegangen. Diese hat den Weg für das erste Hostel mit eigenem Wellness- und Fitnessbereich freigemacht. Mit dieser Zusammenarbeit haben wir sicher eine Einmaligkeit geschafft, eine Weltneuheit geschafft. Auf der anderen Seite aber auch haben wir können durch die Zusammenarbeit an der Gemeinde, den Schulen, aber auch den Gästen der Parahotellerie hier in Saas-Fee ein Angebot sicherstellen, das sonst fraglich gewesen wäre, wie lange kann überhaupt das noch gemacht werden, betrieben werden. Sportler und jüngere Gäste vergnügen sich im angrenzenden Hallenbad. Die neue Unterkunft soll jährlich 32.000 zusätzliche Übernachtungen ins Bergdorf bringen. Das Wellness Hostel 4000, ein Gewinn für beide Seiten. Wir haben das bisherige Schwimmbad neu beleben, neu sanieren. Wir haben als zweites haben wir eine grosse, neue, topmoderne Wellnessanlage machen, wo wir beides, sowohl der einheimischen Bevölkerung als auch zahlreichen Feriengäste zur Verfügung stellen von der ganzen Destination. Und das dritte haben wir mit dem Hostel, mit dem topmodernen, nachhaltigen Neubau, auf einen Schlag 168 neue, aktiv bewirtschaftete, warme Betten schaffen. Ich glaube, das kann man in den Zeiten sehr gut brauchen, ein neues Gästesegment, ein neues Klientel international auf Saas-Fee kommen. Eine andere Möglichkeit der Nutzungserweiterung bietet die Jugendherberge in Interlaken. Das Restaurant 3A steht auch externen Gästen offen. Wir versuchen vor allem dann unsere Leitgedanken in solche Angebotserweiterungen hineinzubringen, unsere Werte.
auch unser Leitbild und vor allem auch die nachhaltigen Gedanken, die für uns ganz klar oberste Priorität haben. Und dann mit diesen Angebotserweiterungen eben auch Synergien schaffen, vielleicht auch Win-Win-Situationen schaffen für eine öffentliche Hand in so einem Ort, aber auch Win-Win-Situationen schaffen für Gäste, für andere Gäste, die dann unser Zusatzangebot nutzen können. Eine gute Zusammenarbeit mit der Destination ist wichtig, beispielsweise in Squall. Statt als Konkurrenz sehen die lokalen Betriebe das neue Angebot als Bereicherung. Aufgrund dessen, dass die Jugendherberge neue Gäste bringt, ist das nicht eine Konkurrenz, sondern eher eine Ergänzung. Die Gäste der Jugend wollen etwas erleben. Die gehen auf den Berg, die gehen ins Bad, die wandern, die biken, die nutzen die Attraktionen und unsere Angebote. So ist das für die Jugend attraktiv und so ist das natürlich auch für alle anderen Betriebe attraktiv und für die Gäste natürlich auch. Die neue Jugendherberge Gstaad-Zahnenland nimmt langsam Formen an. In ihr werden gut doppelt so viele Gäste übernachten können wie im alten Rüebli-Horn. Sogar im Dorf Gstaad, dem Ferienziel des internationalen Jetsets, will man von der bald neu eröffneten Jugendherberge profitieren. Wir haben Köpfe zusammengesteckt, wie wir auf einer Marketing-Promotionsbasis künftig zusammenarbeiten können. Und dort sehe ich auch einen sehr starken Weg und guten Weg für uns als Destination Gstaad-Zahnenland mit der Jugendherberge zusammenzuarbeiten, weil es ist ein internationales Netzwerk, das dahinter steht. Und wir sind auch dran, neue Märkte auch, zu bewerben. Und das ist eine ideale Basis für eine gute Zusammenarbeit. Gut die Hälfte der Gäste in den Jugendherbergen kommt aus der Schweiz. Als traditionell günstige Unterkünfte ziehen sie aber auch viele Gäste aus den umliegenden Ländern und je länger je mehr aus Asien an. Cheap and I made a new friend. Insgesamt stehen in den 53 Schweizer Jugendherbergen über 6.400 Betten. 2013 kamen sie auf knapp 1 Million Logiernächte. So viele Übernachtungen erzielt kein anderer Beherbergungsanbieter in der Schweiz. Die Jugendherbergen haben verstanden, sich immer wieder zu erneuern, sich anzupassen, die Bedürfnisse von einer jungen Klientel, aber auch Familien, die reisen aufzählen, wie die haben sich gewaltig gewandelt. Früher hat man einfach eine Unterkunft, einen Platz zum Schlafen besucht und dort sucht man auch ein Erlebnis in der Unterkunft. Also die Ansprüche an Design, an Infrastrukturen, die haben sich gewandelt und da ist die Jugendherbergen nie hinten reingehängt, sondern immer einen Schritt voraus. Und darum sind sie mit 90 frisch und jung und ich glaube, das ist das Erfolgsrezept. Alleine in der Schweiz haben die Jugendherbergen 100.000 Mitglieder, die von Vergünstigungen profitieren. Seit 2013 sind die Schweizer Jugendherbergen Mitglied bei Hotellerie Suisse und alle Betriebe sind in der Kategorie Swiss Lodge klassifiziert. 90 Jahre, das schaffen nur wenige Unternehmen. 1924 wurde die Zürcherische Genossenschaft zur Errichtung von Jugendherbergen gegründet. Die ersten Übernachtungsmöglichkeiten entstanden noch im gleichen Jahr. Anfang der 40er Jahre gehören im ganzen Land über 200 Betriebe zu den Schweizer Jugendherbergen. Nach 50 Jahren wird die Liegenschafts- und Vermögensverwaltung in die Schweizerische Stiftung für Sozialtourismus ausgegliedert und vom Betrieb der Jugendherbergen getrennt. Ab 1992 schließen sich die einzelnen Kreisvereine zum gemeinsamen Verein Schweizer Jugendherbergen zusammen. Kurz darauf wird die zentrale Geschäftsstelle in Zürich eröffnet. Der Erfolg hat wirklich angefangen, wo man die verschiedenen Kreise fusioniert hat. Also sonst hat jeder Kanton fast einen Kreis gehabt. Das hat Synergien gegeben, wo wir uns klar auf bestimmte Standorte festgelegt haben, also Standortstrategie entwickelt haben. Da sind dann einzelne Häuser sind dann zum Opfer gefallen. Andere Häuser haben gefunden, mal, dort müssen wir renovieren oder dort müssen wir ein Haus bauen. Das andere ist natürlich ein Glücksfall. Seit dem 96 haben wir die gleichen Geschäftsleiter, Geschäftsleiterverein, Geschäftsleiterstiftung, die untereinander sehr gut harmonieren, die wirklich ein sehr gutes Team sind. Wir sind auch ein Vorstand und ein Stiftungsrat, die die gleiche Richtung ziehen. Klassisch praktisch Personalunion. Es muss ja auch, das sind, glaube ich, so die wichtigen Pfeiler von dieser Erfolgsgeschichte. Unter der neuen Geschäftsleitung wandeln sich die Jugendherbergen vom Kasernenverwalter zum Gastgeber.
Aus den Wolldecken im Massenlager werden nordische Duvets, vorwiegend in Zweier- bis Achterzimmern. Die neue Strategie funktioniert. Es ist eigentlich eine Trilogie. Es ist der Grundgedanke, dass man in den Jugendlichen einen teilgeschützten Bereich zur Verfügung stellt, dass sie sich national, international, kulturell austauschen können und nachher recht im Endeffekt nachhaltig Konfliktverhinderung zu fördern. Ein zweiter Teil ist an und für sich, dass kein einziger Franken, der in der Organisation erwirtschaftet wird, aus der Organisation rausgeht. Wir erhalten Strukturen, wir Strukturen erneuern oder wir verbilligen unser Angebot. Der dritte Bereich ist die Nachhaltigkeit. Es ist natürlich sehr wichtig, dass die Organisation einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck hinterlässt. Und das tun wir seit Jahren im Gebäude, in den Bauten, in den Umbauten, aber auch im Betrieb fördern. Zum Beispiel ökologische Nachhaltigkeit. Die fängt an beim Bau der Jugendherbergen, zieht sich aber durch den ganzen Betrieb. Für die Anstrengungen in der ökologischen Betriebsführung und für ihre Vorreiterrolle im Tourismus wurden die Jugendherbergen verschiedentlich ausgezeichnet. Gerade im Frühstücksbereich setzen wir mit vermehrt regionale Produkte oder auch Max Havelaar Produkte ein. Der Standard ist definiert. Es gibt in den Betrieben auch ökologische Massnahmenkriterien, die wir umsetzen. Das ist mit der Abfalltrennung, wo wir den Gast aktiv darauf aufmerksam machen. Energie und Wasser sparen, das sind Qualitäten, die sich sichtbar machen in den Betrieben. Ich habe jetzt gerade ein positives Echo bekommen, dass wir eben so nachhaltige Produkte anbieten auf dem Frühstücksbuffet. Sehr, sehr positiv ist das angekommen. Die soziale Nachhaltigkeit zeigt sich beispielhaft in den tiefen Preisen und den Begegnungen zwischen den Gästen. Große Tische, an denen man miteinander ins Gespräch kommt, oder Spielzimmer, in denen Kinder und Jugendliche über alle Sprachgrenzen hinweg Kontakt finden. Das ist halt wie daheim, ein bisschen. Gemäß Leitbild fokussiert man bei der sozialen Nachhaltigkeit auf drei Bereiche. Das sind einerseits natürlich Gäste. Dort ist sicher der Preis, der ein wesentliches Teil ist von unseren Zielsetzungen, wo wir allen ein Reisen ermöglichen wollen. Dann sind es aber auch unsere Mitarbeitenden. Und dort geht es um sichere Arbeitsplätze, es geht um sichere Altersvorsorge, es geht aber auch um Weiterbildungsmöglichkeiten. Und als drittes geht es sicher auch um unsere Partner. Das heisst, wir möchten gerne mit fairen Partnern zusammenarbeiten. Und wir haben auch Kriterien, wo wir das sicherstellen, dass auch diese Partner gegenüber ihren Partnern wieder fair sind. Sinnbildlich vielleicht eben die Fairtrade-Produkte, die wir überall einsetzen. Und nicht zuletzt gehört auch die ökonomische Nachhaltigkeit dazu. Die Non-Profit-Organisation steht finanziell auf gesunden Beinen. 2013 konnten sowohl Umsatz als auch Übernachtungszahlen gesteigert werden. Dies soll auch in Zukunft so bleiben. Die neuen Betriebe in Saas-Fee und Gstaad-Sahnenland, aber auch weitere Projekte sollen dies sicherstellen. Nach den sehr grossen Investitionen der vergangenen Jahre, 2013, 2014, sind es über 23 Millionen gewesen, werden wir sicher in diesem Tempo nicht weiterfahren. Wir haben aber noch einige Projekte, zum Beispiel den Um- und Erweiterungsbau in der Jugendherberge Bern oder den zweiten Standort, den wir in Genf anstreben. Die neue Jugendherberge im Gstaad-Sahnenland ist termingerecht fertig geworden. Mit ihrem Knick in der Holzfassade und dem vorspringenden Dach fällt das Gebäude auf. Es ist ein traditionelles Haus, weil man das hier muss respektieren muss, weil die Leute über Jahrzehnte mit dieser traditionellen Bauform ihre Region geschützt haben. Die Einheit können wahren. Auf der anderen Seite ist es ein ganzes modernes Haus. Das Gebäude gefällt mir sehr gut, die Lage ebenfalls. Hier wurde an die Jungen und an Familien gedacht. Ich finde, ich realisiert alles das, was in der Jugendherberge heute zu verstehen ist, nämlich für alle Altersstufen und für jeden Preis. In der neuen Jugendherberge gibt es Doppel- und Familienzimmer, aber auch die klassischen Mehrbettzimmer. Für die Region Gstaad-Sahnenland sind die neuen warmen Betten ein Gewinn. Passt sehr gut in Sahnenland, es ist komplementär. Sahnenland ist eigentlich 5-Stero, 4-Stero, aber es hat eben auch tolle Geschichten, die eben nicht 500 Franken kosten. Das Bett und der Betrieb der Jugendherberge ist natürlich das Volk sehr positiv und freut sich darauf. Ja.
Sie sprechen das Zielpublikum an, Leute, die wir hoffen, dass sie später zurückkommen, in späteren Jahren, und auch andere Bereiche der Hotellerie, der Gastronomie nutzen. Also ist für uns sehr wichtig, für neue Märkte zu schließen. 25.000 Übernachtungen soll die neue Jugendherberge pro Jahr generieren und damit die Erfolgsgeschichte von 90 Jahren Schweizer Jugendherbergen fortsetzen. Das Jubiläum an und für sich, da haben wir primär unsere Gäste beschenken, indem wir neue Häuser gebaut haben, mit Stadt Saanenland, mit Saas Fee. Wir haben aber auch zwei Häuser umbauen in diesem Jubiläumsjahr, und das ist eigentlich unser Jubiläumsgeschenk. Das Fazit 90 Jahre, wir konnten ein Erbgut übernehmen von unseren Vorgängern, und wir haben versucht, das Erbgut so zu umzumodeln, dass es eben in Zukunft parat ist, dass es auch nachhaltig an der nächsten Generation weitergegeben werden kann. Ein gelungener Start in ein neues Jahrzehnt. It's just great.